Es ist erstaunlich sicher. Obwohl von Profis über Halbprofis bis zum Amateur und Anfänger alles durcheinander fährt, gibt es wenig bis gar keine Unfälle und Kollisionen. Der Geschäftsführer vom Skillspark appelliert dabei vor allem an gesunden Menschenverstand. Wir verfolgen schon einen Ansatz mit sehr viel Eigenverantwortung. Auch mit sich gegenseitig, mit Respekt, sich gegenseitig kennenlernen, seine Limiten kennen, einander helfen gegenseitig. Darum ist man schon. Man fühlt sich sehr frei in der Halle, man kann sich auch sehr frei bewegen. Wir machen von unserer Seite natürlich immer wieder auch Rundgänge, tun die Leute auf das eine oder andere hinweisen. Auffallend ist vor allem, dass sich die Jungen nicht kopflos waghalsige Herausforderungen stellen, sondern von den älteren Kollegen lernen und profitieren. Ich finde das eben ein sehr spannender Teil des Ganzen, oder? Das Nebeneinander von verschiedenen Nutzergruppen, von verschiedenen Niveaus und so weiter. Und darum finde ich das sehr spannend. Man sieht sehr viel, dass eben auch junge, kleine Kinder nachher nicht den Profis zuschauen und fasziniert sind. Darum so ein bisschen etwas von ihnen lernen, den Input bekommen, ein bisschen inspiriert werden und dann selber wieder irgendetwas selber ausprobieren und die Freude an den Sport und an den Bewegungen so gefördert wird. Der Ansturm auf den Skillspark war über die Festtage sehr gross gewesen. Auch das Team sei durch die hohe Kapazität an Besuchern an ihr Limit gestossen. Es zeige aber, wie gross die Nachfrage nach solchen Sporthallen ist. Denn Besucher kommen von der ganzen Schweiz. Man hat wirklich Sachen, die man noch nie in der Schweiz hatte, die man immer von den Staaten sieht und denkt, oh, das möchte ich auch mal skaten. Und das findet man hier. Perfekt ausgeführt. Was geht hier? Ist es à l'intérieur? Hier ist alles Indoor. Leider gibt es das bei uns nicht. So ein grosser Skatepark und Luftküsse wie dort hinten sind einfach genial. Da kann ich wirklich Tricks, die ich fast noch nicht gemacht habe, einfach ausprobieren und mal schauen, wie es geht mit einer Landung. Und so etwas gibt es auch noch mit anderen nicht in der Nähe. Also eine Landung mit Airbag ist recht selten. Von allen Besuchern sind rund die Hälfte davon Kinder. Warum der Ansturm bei den Jungen so gross ist, weiss der Kian aus Zürich. Also ich glaube, es ist mehr wegen der Big Air und so, finde ich, es ist ein bisschen grösser als die Parks, die ich jetzt kenne. Aber nicht nur der Spass steht im Vordergrund. Auch Junge mit Ambitionen kommen gerne ins Skillspark, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ja, also ich würde eigentlich gerne mal Freerunner werden. Und ich weiss aber nicht, ob ich das schaffen kann oder so, aber jetzt trainiere ich halt einfach in meiner Freizeit gerne. Und ja, ich mache eigentlich, habe immer den Spass daran. Der erste Ansturm hat der Skillspark also unbeschadet überstanden. Man sei offen, um das Konzept auf die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Sollte auch im Januar die Nachfrage weiterhin so gross sein.